Bahnwerk wappnet sich für die Zukunft der Energieversorgung. Bei einer Informationsveranstaltung für Vertreter von Kommunen in Pfaffenhofen an der Ilm zeichnete Vorstandsvorsitzender Raimund Gozel seine Vision, wie sich die Energiewende in Bayern in den kommenden 15 Jahren wandeln werde. Die ursprüngliche Idee der Energiewende jedenfalls, den Verzicht auf Kernkraft allein mit einem Umstieg auf Wind- und Solarenergie wettzumachen, sei überholt. Der Bürger trage mittlerweile durch viele dezentrale Kleinanlagen auf Biomasse- und Solarenergiebasis viel bei. Das gelte natürlich auch für Niederbayern. Aber das Entscheidende ist, dass wir die Nutzung, also auf der einen Seite die Bereitstellung dieser Energie und auf der anderen Seite die Verwendung dieser Energie, immer mehr auch lokal zusammenbringen. Das ist dann sozusagen Bio at its best. Also es ist das, was wir uns auch oft wünschen, dass wir wissen wollen, woher kommt unser Fleisch, woher kommen unsere Eier. Und dass wir auch künftig eben dann die Energie von vor Ort nutzen, in einem kommunalen Rahmen. Was früher kaum machbar gewesen sei, werde durch Energiespeicher zum Zukunftsmodell, so der Bayernwerkchef. Gozel forderte auch stärkeren Rückenwind für die E-Mobilität. Besonders der Ausstattung von Parkhäusern mit Ladestationen käme da eine wichtige Rolle zu.